Heute zeige ich euch 12 Tipps, die euch sicherlich weiterhelfen, wenn ihr neu in Anno 1800 seid. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz ein paar Infos zu unserem Projekt Handwerkskunst. Projekt Handwerkskunst ist ein Community-Projekt, das heißt, ihr könnt alle mitspielen. Und es geht darum, in der alten Welt so viele Handwerker wie möglich anzusiedeln. Wir dürfen auch nicht höher gehen als Handwerker. Ihr dürft die neue Welt benutzen für Rum und für Pelzmäntel. Und ihr habt vom 1.2. bis zum 28.2. Zeit. Den Seed, auf dem wir spielen, gebe ich am diesen Sonntag, also am 31.01. bekannt. Und am 28.02. gucken wir uns live im Stream zusammen eure Spielstände an. Und derjenige, der die schönsten Inseln gebaut hat und derjenige, der die meisten Einwohner angesiedelt hat, kriegt von mir ein DLC seiner Wahl für Anno 1800. Also, wenn ihr mitmachen wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung zu unserem Discord und meldet euch einfach dazu an. Ich freue mich auf euch. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachsen und heute gibt es 10 Tipps für Neueinsteiger in Anno 1800. Wenn ihr Anno 1800 das erste Mal öffnet, geht es ja daran, ein Spiel zu erstellen. Also klicken wir auf ein neues Spiel. Ich beschäftige mich jetzt hier nur mit dem freien Spiel. Wenn ihr eine Kampagne spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber bei mir geht es jetzt hier ums freie Spiel, deshalb nehmen wir das freie Spiel. Ob ihr mehr oder weniger Hilfe auswählt, ist euch überlassen. Am Anfang würde ich euch empfehlen, wählt mehr Hilfe aus. Und dann könnt ihr euch hier ein Profilbild aussuchen. Ziemlich egal, was ihr hier nehmt. Farbe auch komplett euch überlassen und Logo. Und euren Namen könnt ihr auch auswählen, wie ihr möchtet. DLCs, wenn ihr welche habt, könnt ihr hier aktivieren, deaktivieren. Ich würde euch empfehlen, lasst einfach alle drin. Und auch vollkommen egal. Und dann gehen wir hier auf Benutzer definiert. Den Seed, den ihr nehmt, die Karte, am Anfang erstmal egal. Wenn ihr eine besonders gute Karte nehmen wollt, könnt ihr 975 und hier unten Ecken nehmen. Nehmt auf jeden Fall für den Anfang erstmal groß. Inselgröße mehrheitlich groß. Inselschwierigkeit normal. Fruchtbarkeiten reichlich. Und Erzvorkommen würde ich auch auf reichlich stellen. Wenn ihr das ganze Spiel ein bisschen schwerer haben wollt, könnt ihr die Sachen hier natürlich verändern. Dann Charaktere, ob ihr mit KIs spielen wollt oder nicht, ist ziemlich euch überlassen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das DLC habt, nehmt den Hugo auf jeden Fall mit. Dann ist nämlich das Anarchisten-DLC mit drin. Das hat einige ganz nice Boni und die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ob man die beiden oder ob man hier irgendwelche CPUs noch mitnimmt, ist ziemlich euch überlassen. Je nachdem, wie ihr spielen wollt. Wenn ihr ein bisschen mehr kriegerisch sein wollt, dann nehmt die hier unten euch welche mit. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach ohne welche spielen. Ich zeige es jetzt ohne, ändert am Spiel aber nicht viel. Lasst die Händler auf jeden Fall drin. Auch ob ihr Piraten anmacht, ist vollkommen euch überlassen. Die können relativ nervig sein, aber wenn ihr erstmal mit denen Handelspakt oder eine Allianz habt, kriegt ihr schon coole Items von denen. Die drei Händler würde ich für den Anfang auf jeden Fall drin lassen. Dann Einkommen auf hoch. Ihr habt sowieso relativ viele Geldprobleme, also wenn ihr neu seid, macht euch da nicht noch mehr. Unterhalt bei Stillstand, volle Baukostenerstattung, Versetzen von Gebäuden. Das würde ich alles so drin lassen. Das Einzige, was ihr einstellen könnt, ist die Aufgabenhäufigkeit. Ich habe es auch selten gestellt, weil die Aufträge sich irgendwann ziemlich wiederholen und ziemlich nervig sind. Und auch wichtig, Einfluss auf hoch. Startbedingungen könnt ihr jetzt auswählen. Ob ihr ein Flaggschiff, Handelsflotte, Kriegsflotte, ändert eigentlich nicht viel. Flaggschiff reicht fürs Erste. Und Kontor würde ich ausstellen. Hat für euch den Vorteil, dass ihr eure Startinsel aussuchen könnt. Startkapital groß, auch immer sehr praktisch. Und aufgedeckte Karte ist jetzt auch wieder ein bisschen euch überlassen, ob ihr euch erstmal durch die Inselwelt tasten wollt und eure Insel suchen wollt und die erkunden wollt oder ob ihr einfach gleich mit aufgedeckter Karte spielt. Ich mache es fürs Tutorial jetzt hier mit aufgedeckter Karte, weil es dann ein bisschen einfacher zu zeigen ist. Ist aber euch überlassen. Siegbedingungen könnt ihr euch auch selber setzen, wenn ihr sagt, okay, ich will 5000 Investoren erreichen, dann habe ich gewonnen. Könnt ihr machen, ich lasse die immer aus, ist am entspanntesten. Und dann starten wir auch schon das Spiel. Wenn wir dann in der Welt sind, geht es erstmal darum, eine passende Startinsel zu finden. Was für die Startinsel extrem wichtig ist, sind zum einen, müssen wir jetzt mal gucken, wir brauchen zum einen Kartoffeln, Getreide und Hopfen. Die vierte Fruchtbarkeit ist relativ egal, Paprika ist noch ganz praktisch. Aber das ist zweitrangig, da wir ab da eh eine weitere Insel besiedeln müssen. Das heißt, wir gucken jetzt mal durch. Die hier sieht super aus, ist nicht zu klein, ist ein bisschen Platz drauf. Hugo hat sich jetzt hier schon eine geschnappt. Und die würde auf jeden Fall schon mal in Frage kommen. Wichtig ist auch, dass wir genug Lehm und Eisen haben. Deshalb gucken wir nochmal weiter, ob es noch eine weitere gibt.
Hier oben ist, glaube ich, noch eine. Ja, die ist ein bisschen verwinkelter, aber hat mehr Lehmvorkommen und zwei Eisenvorkommen. Ich persönlich würde jetzt die hier oben nehmen. Das heißt, wir fahren jetzt hier hin an eine der Küsten und ja, bauen da dann unsere Stadt drauf. So, wenn wir unsere erste Stadt gegründet haben, geht es jetzt daran, dass wir erstmal ein paar Bewohner auf die Insel kriegen und dass wir anfangen, Holz zu produzieren. Ich stelle da oben erstmal den Marktplatz hin, dann haben wir da Platz zum Bauen. Und als allererstes baue ich immer erstmal so ein, ja, einmal Straßen außenrum und dann ziehe ich an einer Seite eine Linie. Und hier kommen jetzt erstmal Häuser dran. So und so. Das ist wichtig. Auch wichtig, alle mit Straße anschließen, damit wir Holz produzieren können. Holzproduktion knallen wir einfach erstmal in unser Kontor. Baut ruhig ein paar mehr. Ihr braucht das Holz eh. Wichtig ist nur, dass wir nicht zu viele nur an ein Lagerhaus bzw. Kontor anschließen. Sonst sind die so ein bisschen überfordert mit der Zeit. So. Und jetzt können wir, wenn wir hier oben auf die Bauernarbeitskraft klicken, die Produktivität erstmal hochstellen. Da können später Streiks draus resultieren, ist aber am Anfang noch vollkommen irrelevant, weil solange ihr keine Arbeiter habt, kann es keine Streiks geben. Das heißt, ihr könnt die Produktivität hier ordentlich hochschrauben. Und jetzt warten wir, dass Holz reinkommt und lassen erstmal die Bauernhäuser aufsteigen, bauen eine Fischerei. Und fangen an, unsere Bauern zu versorgen. Wenn wir jetzt die Holzproduktion laufen haben, ich habe noch mal ein bisschen mehr gebaut und schon die erste Versorgung für die Bewohner, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Funktion in Anno, und zwar ist es das Kopiertool. Wir können jetzt einfach diese komplette Reihe hier kopieren und hier außen noch mal dran setzen. Da außen auch. Und wenn wir wollen, sogar noch ein drittes Mal. Und ganz, ganz wichtig ist auch am Anfang, denn ihr werdet häufig Geldprobleme kriegen, wie man jetzt bei mir hier auch sieht, wirklich genug Bewohner zu bauen. Also baut ruhig ein paar mehr und wenn ihr die versorgt, kommt das Geld. Das heißt, wir können jetzt auch einfach diesen kompletten Block hier kopieren und hier dran setzen. Also das Kopiertool ist auf jeden Fall mega wichtig und damit könnt ihr große Städte schnell aufbauen. Jetzt seht ihr auch hier, das Bauernhaus ist so hellblau hinterlegt. Und das ist die sogenannte Blaupause. Wenn ihr nicht genug Material habt, könnt ihr die auch erstmal sozusagen vorbauen. Und wenn ihr jetzt hier Ausbauen drückt, könnt ihr die hochziehen. Ihr könnt das entweder so hier rüberziehen oder ihr könnt auch einfach Shift drücken, draufklicken, dann seht ihr auch schon, wie, also draufhalten, dann seht ihr, wie viele aufsteigen können. Dann könnt ihr die alle, na, auf einmal aufsteigen lassen. Alternativ geht das Ganze auch mit U. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Wir sind mittlerweile bei 115 Abonnenten. Das ist einfach crazy. Vielen, vielen Dank dafür. Und checkt gerne den Twitch-Kanal ab. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir streamen jeden Dienstag ab 21:30 Uhr, Mittwochs ab 20 Uhr und sonntags ab 19 Uhr. Und checkt auch gerne den Discord-Channel ab. Meldet euch für das Projekt Handwerkskunst an und jetzt geht's weiter mit dem Video. Eine weitere ganz wichtige Funktion in Anno 1800 ist die Produktionsübersicht. Und zwar war ja immer so die Frage in Anno, wie viel zum Beispiel Schäfereien brauche ich für eine Weberei? Und das seht ihr zum einen, wenn ihr hier drauf geht, seht ihr Produktionszyklus 30 Sekunden und hier auch 30 Sekunden. Das heißt, ihr kriegt zwei Waren pro Minute. Das Ganze kann aber bei größeren Bauten ein bisschen unübersichtlich werden und deshalb gibt es unter Steuerung Q, beziehungsweise wenn ihr oben auf Bilanz und Produktion klickt, eine Produktionsübersicht. Und hier seht ihr in grün, was ihr produziert und in blau, was ihr verbraucht. Ich verbrauche zum Beispiel 8 Tonnen Wolle, produziere aber auch 8 Tonnen. Und meine Arbeitskleidung produziere ich 8 Tonnen, brauche aber nur 7. Ich habe also noch genug. Das ist sehr praktisch, um zu vergleichen, wie viel braucht eure Bevölkerung und wie viel habt ihr. Dadurch vermeidet ihr Überproduktion, die euch Geld kosten können. Denn am Anfang ist wirklich das Wichtigste, erstmal nicht pleite zu gehen. Das bringt mich auch schon direkt zu unserem nächsten Punkt. Und zwar geht es ja darum, möglichst viel Geld von euren Einwohnern zu kriegen. Und es gibt die normalen Bedürfnisse, die bringen euch so ein bisschen Münzen und Einwohner. Und dann gibt es die Zufriedenheit, die Luxusbedürfnisse. Die solltet ihr spätestens bei den Arbeitern anfangen zu erfüllen, wenn ihr Geld braucht. Bei Bauern ist es Schnaps und ein Wirtshaus. So ein Wirtshaus könnt ihr easy bauen. Einfach hier hinstellen. Sorgt auch, ihr seht ja, meine Bilanz ist gerade 300 hochgegangen, nur durch das Wirtshaus. Und sorgt auch für ein bisschen mehr Zufriedenheit. Das ist sehr praktisch, damit eure Arbeiter oder eure Bevölkerung nicht streikt. Deshalb erfüllt auf jeden Fall Luxusbedürfnisse, Schnaps oder spätestens, ich kann die Leute mal aufsteigen lassen,
bei den Arbeitern das Bier. Bier bringt ungemein viel Geld. Und dafür haben wir auch Hopfen auf unserer Insel. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen will, ist, denkt an die Feuerwehren. Ihr seht schon, bei mir ist jetzt schon Feuer ausgebrochen. Mal gucken, wo. In meiner Stadt. Feuerwehren sind einfach unfassbar wichtig, weil sonst regelmäßig eure Stadt und auch in diesem Anno eure Produktionsgebäude abfackeln können. Deshalb baut auf jeden Fall immer eine Feuerwehr dazu. Wenn ihr die Feuerwehren anklickt, seht ihr hier, die Straßen sind grün. Das ist alles im Einflussbereich einer Feuerwehr. Das hier hinten nicht. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Gebäude anfängt zu brennen, seht ihr hier oben auf diesem Ausrufezeichen. Ich habe jetzt hier keine Brandwahrscheinlichkeit. Ohne die Feuerwehr hätte ich eine geringe Brandwahrscheinlichkeit. Ist zwar nicht hoch, aber auch nicht null. Und wenn der Kram hier anfängt zu brennen, habt ihr den Salat. Denn Feuerwehren brauchen auch erstmal Zeit, bis sie loslegen können, damit ihr nicht einfach immer nur eine Feuerwehr baut, wenn es brennt. Außerdem senken Feuerwehren in einem gewissen Radius um sie herum die Brandwahrscheinlichkeit. Die hier hinten hat eine geringe, die auch noch. Die drei hier haben keine Brandwahrscheinlichkeit. Ihr müsst das nicht überall auf keine senken. Es reicht, wenn einfach eine Feuerwehr da ist, die zur Not auch mal die Gebäude löscht. Hier seht ihr, sonst passiert euch sowas. Deshalb wirklich denkt an die Feuerwehren und auch später an die Polizei. Und die Krankenhäuser, die braucht ihr aber in der Regel nur bei eurer Bevölkerung. Außer wenn ihr die Arbeitskraft hochdreht, dann braucht ihr auch Polizeien bei den Produktionsgebäuden. Für die letzten drei Tipps habe ich nochmal auf einen anderen Spielstand gewechselt. Einfach weil ich es hier schon so weit bin, dass ich das bauen kann und das da einfacher zu zeigen ist. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Geld braucht, beim Archibald Blake Schiffe zu verkaufen. Und zwar in meinem Beispiel jetzt an einem Schoner und einem Clipper. Baut ihr einen Clipper zum Beispiel für 875 Münzen, verkauft ihn aber für 2500. Und ein Clipper baut ihr für 2300 Münzen und verkauft ihr für 7500. Die Kosten kommen einfach daher, wenn ich die Produktion zusammenrechne, wie viel das kostet, die Waren herzustellen und dann noch die Kosten für die Segelschiffwerft. Ein weiterer, wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt in Anno 1800, und das ist sowohl für den Anfang des Spiels so, als auch für das komplette fortlaufende Spiel, ist einfach, dass Items unfassbar wichtig sind. Ich gehe jetzt nicht auf alle möglichen Items ein, nur ein, zwei Beispiele. Hier haben wir zum Beispiel beim Eli Bleakworth, einer der NPCs, den Bäcker, den ihr kaufen könnt. Dann braucht ihr statt Mehl nur noch Getreide für eure Bäckereien. Das spart euch einiges an Gebäuden, einiges an Arbeitskraft und noch einiges an Unterhalt, wenn ihr bedenkt, ich bräuchte hier, glaube ich, 6 Mühlen oder ähnliches, 5. Und jede davon würde mich 50 Münzen kosten. Dann spart das schon mal einiges an Geld und vor allem auch einiges an Platz, denn so eine Mühle ist auch nicht so unmenschlich klein und dadurch kriegt ihr hier einfach mehr hin. Und noch ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Sir Lewis, der erhöht die Produktivität von den Schnapsbrennereien. Wichtig, wenn ihr die Produktivität erhöht, denkt wirklich an die Feuerwehr. Und ihr kriegt gelegentlich extra Rum bei der Produktion, also es fällt sozusagen noch extra Rum ab. Der ist natürlich super, weil ihr den für eure Handwerker braucht und der auch nochmal ordentlich Kohle bringt. Und abschließend kommen wir noch zu einem der wirklich wichtigsten Elemente in Anno 1800 und das ist die Zeitung. Die Zeitung lässt uns verschiedene Boni auswählen, die wir haben wollen. Standardmäßig sind hier irgendwelche Artikel, aber die können wir unter Lektorieren ändern. Und dann haben wir hier etliche Auswahlmöglichkeiten. Hier Kriegsanstrengung, Schlachtruf, das sind alles so Sachen, die kann man nutzen, wenn man im Krieg ist. Ich würde es jetzt zum Beispiel nicht machen. Viel wichtiger sind hier die 4, wenn ihr den Hugo dabei habt, was ich euch empfehle, habe ich jetzt in dem Spielstand nicht. Habt ihr noch weitere Zeitungsartikel, die relativ praktisch sind. Und ganz wichtig ist zum einen die Knappheit. Hier könnt ihr 30% weniger Verbrauch der Bedürfnisse. Hier kriegt ihr mehr Einkommen, 15%. Würde ich euch am Anfang auch auf jeden Fall empfehlen. Und ihr könnt dann entweder die Zufriedenheit pushen, ihr könnt die Aufstandswahrscheinlichkeit senken oder einfach noch weniger Verbrauch. Ich am Anfang nehme immer 15% Einkommen, 30% Knappheit
und dann meistens noch das Geld dazu. Und wenn ihr das jetzt veröffentlicht, seht ihr, ich kriege durch diese Verbrauchssteuer hier nochmal 9000 obendrauf, 9000 Bilanz. Also meine fast komplette positive Bilanz kommt über diese Verbrauchssteuer. Ihr könnt auch einstellen, dass das immer so läuft, dann klickt ihr hier auf Zeitungsarchiv und dann könnt ihr unten automatisch veröffentlicht machen und dann wird immer diese Zeitung hier veröffentlicht. Das waren meine 12 Tipps, die euch den Einstieg in das Spiel Anno 1800 auf jeden Fall erleichtern sollten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was eure Tipps so sind, wenn man Anno 1800 neu startet. Und ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im Stream. Bis dahin, ciao, ciao.